Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute geht es für Lemmy und mich zuerst am Morgen einmal an die CSU Zuchtdorf und dann am Abend noch das zweite Mal. Und zwar werde ich am Abend in der Viereckgruppe von meinem Reitverein mitreiten. Wer das FMA von Worben schon gesehen hat, der weiss, wie das abläuft. Wer es noch nicht gesehen hat, kann es ja noch anschauen. Wir sind euch zu viert in einem Team. Und das ist mit Wartraum und immer zwei reiten den gleichen Parkour. Also zwei die tiefere Stufe und zwei die höhere Stufe. Und meistens sind es Reitvereine, aber auch andere können dort einfach Equipen erstellen und dann kann man sich für ein Finale im Herbst qualifizieren. Das sind echt zu einem Ort in Worben und heute in Nutzenstorf. Und da ich nicht einfach nur... Also ja, eigentlich hätte ich dort auch einen Ginge am Start, aber da ich eben am Abend das habe und wir ja nur zwei Prüfungen am Tag starten, gehe ich einfach am Morgen noch eine Gynchamp-Prüfung und nicht beide. In pakken en herpa nummer 34, Tamara Faber Season und Lemming. Dat is de vrijwerker van Dieterboom. Tamara Faber Season. We gaan nu naar de Green Jump Prüfung, die ik morgen geritten ben. We zien hier op de linke Hang op de Sprung Nummer 1 an. De Lemmy is eigenlijk wie immer vor dem Eis. Ein bisschen rückhaltig war und ist drunter gelaufen. Im 2 war es schon viel besser, aber er war immer noch so ein rückhaltig. Wir haben probiert, schön vorwärts zu reiten auf 3 und dann haben wir so links gegen Abriplatz gezogen. Aber ist gleich noch schön drüber. Im 4 hat er noch mal ein bisschen bremsen, weil es ein bisschen dicht wurde. Dann ist es hier auf linke Hang um den Baumstamm herum zum 5 gegangen. Das ist, mir sieht es nicht gut, so eine Steinmauer war, hat er aber schön genommen. Dann ist sie auf eine lange Wendung weitergegangen auf 6. Da hat es dann eigentlich angefangen, dass er alles schön aus dem Fluss genommen. Hier näher auch das Dalli, schön rauf, einen Galoppsprung wieder runter. Dann sind wir hier auf linke Hang weiter über den Baumstamm. Hat er auch ganz schön genommen. Dann kommt die lange Gerade für, aufs Gräbli, also auf den Rochengraben. Da haben wir so einen komischen Sprung genommen, weil er halt erst im letzten Moment den Drachengraben noch gesehen hat, aber er ist gesprungen. Dann hier hinten durch habe ich wieder sehr viel Gas gegeben. Aufs Zähne hat er mir auch wieder wunderschön im Fluss genommen. Dann sind wir hier alles im Fluss weiter aufs Elfi. Und dann habe ich nochmal Gas gegeben. Aufs Zwölfi. Wo dann hier noch der gelb-schwarze Ochser war. Und wir konnten den Parkour mit 0 Strafpunkten beenden. Also wir hatten keine Stange oder Stopp gehabt, aber leider, da er wirklich sehr, sehr gut vorwärts gelaufen ist, waren wir 7 Sekunden zu schnell und somit nicht mehr klassiert. Am Abend bin ich, wie gesagt, nochmal auf Utzenstorf gefahren und bin dann in der 4er-Equipe gestartet. Und das funktioniert so, dass man einfach in einem Wartraum wartet und dann der Reina rausgeht, sein Parkour reitet und wieder zurück in den Wartraum kommt. Und leider ist unsere Equipe schon bei der ersten Reiterin an Sprung Nummer 1 ausgeschieden. Wir haben eigentlich auch noch den Parkour reiten dürfen. Und also ich muss sagen, im Gegensatz zu Worben, wo wir ja auch schon das Gleiche eigentlich hatten, war der Parkour sehr gut gebaut. Das waren gute 90 cm in diesem Parkour und ich habe es einfach als Training für das FM3, das dann in Schwarzenburg wird sein, angeschaut und habe versucht, einen schönen Umgang zu reiten, bis auf einen leichten Stangenfehler. Im Sprung vom Doppel ist das eigentlich auch relativ gut gegangen.
Also, da sehen wir jetzt hier auch noch den Balken. Ich bin dort aus dem Warteraum rausgekommen und dann hier so eine komische Wendung aufs Eis. Hat er mir direkt schön im Fluss genommen. Dann ist es hier weitergegangen auf den Steil aufs 2. Da hat er auch einen schönen Sprung gemacht. Dann ist es hier ums Tal um auf den grossen Ochser gegangen. Hat er mir auch alles schön genommen, es war wirklich alles schön ging im Fluss, was es natürlich auch braucht, wenn es dann etwas höher wird. Dann ist es hier auf dieser langen Winkswendung weitergegangen aufs 4, sieht man hier nicht, hat er auch schön genommen. Dann das 5, alles schön im Fluss, ging schön vorwärts, wie eigentlich schon am Morgen. Dann ist hier so eine komische Wendung auf den Doppel und der Doppel war schon auf weit gestellt und dann habe ich ihn ein bisschen zuerst reintreiben und durch das ist dann die leichte Stange von Hinterhang gefallen. Dann ist dort nochmal eine grosse Rechtswendung auf Sprung 7. Dann wieder schön genommen und dann ist es noch auf Sprung 8 auf den letzten gegangen, wo er noch einen schönen Abschluss gemacht hat und dann bin ich zurück in den Warteraum. Ich hoffe, das etwas kürzere Follow Me Around Video hat euch gefallen und vielleicht bis zum nächsten Mal.